Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Going Medieval. Wir haben beim letzten Mal wieder mal einen Angriff abwehren können, das finde ich grundsätzlich natürlich super. Schade nur, dass hier manche Sachen nicht fertig gemacht wurden, zum Beispiel diese Tür, was fehlt uns denn da? Ach, Eisenbarren! Moment, hier bin ich doch dabei, welche zu produzieren. Okay, da fehlt nur der Arbeiter gerade. Nochmal anfertigen, zumindest auf Prio 2 bei allen, dass wir da einfach mal schneller mit den Sachen zurande kommen. Oh, hier fehlt mir noch eine Tür, fällt mir gerade auf. Kann nicht sein, dass wir einfach nur alles zukleistern. Das wäre ja auch nicht richtig. Reetdach auch noch oben drüber. Soll ja auch schön windgeschützt sein. Was macht eigentlich die Forschung gerade? 41 Punkte haben wir da schon. Ja, Heidewitzka, Frau Kapitän. Den Langbogen. Damit hätten wir deutlich höhere Reichweiten. Verteidigungsanlage Stufe 2. Metallfalle. Aha. Rüstungsmacher. Das ist doch alles andere als verkehrt. So, was haben wir hier? Den Forschungstisch. Okay. Gut, ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Pfeile, dass wir uns einen langen Bogen machen können. So, warte mal. Wer war denn unser Medic Loretta? Du musst dich einmal um Isabel kümmern. Okay, geht gerade nicht, weil sie nicht liegt. Gut, dann wird das vermutlich so auskurieren. Hoffe ich zumindest. Runkelrübe ist verrottet. Ja, ich habe einfach viel zu viel Mampf. Ist einfach so. Was macht denn unser Einfluss? Guck an, wir sind fast bei einer freundlichen Siedlung und bei einer feindlichen. Was bringt uns das denn? Aktuell noch gar nichts. Aber vielleicht können wir ja mal später sowas machen wie handeln. So, Holzspiel, wo war denn der Bogentisch? Da. Machen wir mal drei Stück. Wobei, ne, Moment, wir machen zwei. Ja, einen haben wir nämlich schon ausgerüstet. Und irgendwann kriegen wir auch mal unseren Lehmboden hier fertig. Wenn wir denn genügend Ziegel bekämen. Wie viel Eisen haben wir denn vorrätig? Sehen wir das hier irgendwo? Eisenklumpen, 200. Ja, guck mal einer an. Da haben wir ja wohl mehr als genug von. So, gibt es niemanden, der Bock hat, das mal zu machen? Mabel, du zum Beispiel. Bereitest gerade Essen zu. Dorfbewohner sind erschöpft. Gut, jetzt gleich sowieso wieder Kissenradio angesagt. Und Loretta kann dann endlich mal Isabel gesund pflegen, sobald sie dann im Bett liegt. Ach, geht direkt als erstes, Penja. Lass deinen Kollegen schön schuften. So. Einmal bitte die Wundversorgung priorisieren, in der Hoffnung, dass du es auch diesmal schaffst, die Wunde zu heilen. Weil sonst gibt es da, glaube ich, eine Krankheit. Gescheitert. Nein, du versuchst es nochmal. Sehr schön behandelt. So, was hast du hier für einen Debuff? Okay, du heilst aber gerade schon, das ist sehr gut. Wunderbar. So, warum macht er denn mit den Leichen hier nicht weiter? Ah. Da bringt gerade jemand Ressourcen, sehr schön. Ich sehe schon, unser Lagerplatz, der reicht schon wieder nicht. So, die hauen wir hier mal weg. Ach, das wird natürlich priorisiert, klar. Also Ressourcen, die wir seit 100 Jahren brauchen, die interessieren keinen.
Was haben wir da? Einen Wolf, den jagen wir mal. Ich überlege gerade, wollen wir nicht ein paar Sachen vielleicht mal zerlegen? So, ihr dürft gerne alle eine Kopfbedeckung haben, so ihr denn wollt. Wir könnten doch theoretisch Gegenstände für Metall schmelzen. Aber die Frage ist, wie wählen wir diese Gegenstände aus? Was? Moment, Siedler sind bewusstlos? Mabel, was ist da los? Oh, der Wolf hat dich verletzt. Ei, 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 ei. Oh, shit, shit, shit. Einige motorische Funktionen verloren. Ach du Schreck. Schwerer Verlust motorischer Funktionen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Kinders, was ist denn da nun passiert? Hoffe ich mal, dass du bald ein bisschen regenerierst, Schätzelein. So, warte mal, verwalten. Ich muss mal schauen, wie wir einzelne Waffen vielleicht zerlegen können. Gar nicht. So, ein Holzschwert, ich würde sagen, den legst du mal ab. Und schnappst du dafür eine andere Waffe. So, dann ist das Beil aus Eisen. Und haben wir hier noch ein Schild rumfliegen? Die nimmst du einfach. Dich geben wir wieder frei und dann rüsten wir mal unsere Bogenschütze mit einem entsprechenden Langbogen aus. Ach, die Fertigkeitsstufe ist zu niedrig. Okay, kannst du denn zumindest einen Langbogen haben? Ja, sehr schön, das geht. Wunderbar. So, ich zerlege mal 5 Waffen für Holz. Kann ich das hier auch? Nicht? Was ist hier? Kalksteinziegel. Oha. So, bis wir, sagen wir mal, 20 erreicht haben. So, was macht denn die Forschung? Oh, da haben wir wieder sehr viel freigeschaltet. Was haben wir hier beim Kochen? Ah, eine richtige Feuerstelle. Und da können wir auch üppige Mahlzeit machen. Sehr gut. Beim Schmieden können wir allerdings Schwerter. Warum können wir Holzwaffen nicht machen? Ach, da fehlen uns doch die anderen Bücher. Erforschen wir erstmal den Rüstungsmacher. Und danach spulen wir mal das Ganze ein wenig vor. So, und hier mache ich auch mal 10 Stück für Waffen einschmelzen, also für Eisen einschmelzen. Ich vermute mal, dass dann sowas hier eingeschmolzen wird. Warte mal, wie ist denn dein Nahkampfskill, mein Lieber? 4. Ja, reicht nicht so ganz. Schade, schade. Oh, den kriegen wir. So langsam wird es wieder eng drin. Wäre schon wieder die Überlegung, ob wir nicht sagen, wir machen
hier eine Erweiterung, beziehungsweise auch gleichermaßen eine Erweiterung unserer kompletten kleinen Burg. Ja, komm, wir erweitern hier das Ganze mal. Ah, warte mal, wo hab ich denn... Ah, Mist, ich habe die Holzbalken wieder so doof, ne? Okay, dann lasse ich... Ah, ich finde das so doof, dass ich jetzt genau die Holzbalken nicht sehen kann. Kann ich mir das nicht irgendwie anzeigen lassen? Nee. Okay, dann lassen wir es so. Warte mal, können wir dich... Dich reiß ich mal ab. Die stellen wir dann woanders hin. So, wir machen hier einen Holzboden. Und dann machen wir, wo ist es denn da? Der Basisforschungstisch. Wobei, erstmal machen wir den Rüstungstisch dahin. Dann ein zweiter Basisforschungstisch. So, und da können wir hier oben nämlich gleich auch das Lager erweitern. Nein, Moment, den wollte ich abreißen. So. Gut, aber ich merke schon, es ist erstmal wieder Zeit für Kistenradio. Kein Problem. So, Forschung 2 würde ich sagen, schalten wir mal frei. Cole ist 51 geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, dann machen wir nämlich auch hier unten direkt den Forschungstisch hin. Ach, schon wieder müssen Wunden versorgt werden. Mann, 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 Mann. Loretta, du machst das bitte einmal. Hallo? Müssen doch keine Wunden versorgt werden? Ist das jetzt selber geheilt? Scheint so. Gut. Ich wünschte echt, man könnte irgendwie hier das vernünftig mit Erde einfach wieder zuschütten. Diese ganzen gegrabenen Löcher. Ich gebe zu, die empfinde ich als ein wenig störend. Ich überlege gerade, können wir nicht auch mal vielleicht so ein paar Zweige irgendwie sinnlos abfackeln? Oder sinnvoll verbauen? So, ich mache jetzt hier draußen erstmal einen großen Holztisch. Damit da alle zusammen speisen können. Ach Gott, da ist noch ein Stück Holzboden. Das kommt natürlich weg. Wer ist untätig? Moment, Cole, du machst nichts. Du, das kann doch mal gar nicht sein. Was sind deine Skills? Du könntest sehr gut kochen, okay?
Und hast du relativ viel Intellekt. Gut, dann verwalten wir dich doch mal. Nein, da wollte ich in Tätigkeiten gehen. Coal. Kochen 1, Forschung 1. Ja. Aber kein Forschungstisch frei, dann. Okay, du bist nicht gut genug im Bauen. Was ist mit dir, Mabel? Du auch nicht. Roderick. Toll, welche Fertigkeitsstufe braucht es denn? Oh, Ressourcen nicht verfügbar, meine Fresse. So, seid ihr reif? Nope. Gut, dann müssen wir wohl ein paar Bäume fällen. Wenn uns mal wieder Holz fehlt. So, guck, jetzt habt ihr auch was zu tun, alle. So, wo ist unser Baulöwe? Garwolf, genau. Ressourcen nicht verfügbar. Alter, ich habe euch doch so viele Aufträge jetzt gegeben zum Holzfällen. Was ist denn mit euch? Oh, du genießt erstmal Unterhaltung. Das ist natürlich viel wichtiger, als irgendwie mal was aufzubauen oder so. Forschung verfügbar. Hm. Dekorative Banner und dekorative Strukturen. Nein, immer noch kein Interesse, aber danke. Achso, ich baue hier oben gerade noch jede Menge. Nun gut. So, hier würde ich sagen, zerlege ich auch mal. Obwohl, wartet mal, Moment. Mal schauen, nicht, dass ich jetzt hier nur einen Langbogen zerlegen würde, weil ich nichts anderes habe. Kurzbogen, ja. Langbogen sehe ich hier gerade nicht. Nun gut. Eins nach dem anderen, ihr Lieben. Eins nach dem anderen. Ach, guck an, wir können ja auch Lehmzinnen machen. Sehr schön. Na, Moment, da habe ich mich verklickt. Das wollte ich doch gar nicht. Entschuldigt. Baumisslungen, echt jetzt? Dein Ernst? So, ausgewachsen. Ja, dann bitte. Dann fällen wir hier mal alles. Dann sollten wir hoffentlich erstmal genug Holz haben, ne? So, dann machen wir hier schon mal die Holzwände dran. Hier eine Holztür zwischen. Und dann müssen wir hier das Reetdach nochmal neu machen. So, die Belerys idelt hier nicht einfach irgendwo rum. Fällt mal bitte ein paar Bäume, damit ihr hier endlich mal alles fertig bauen könnt. Das wäre so nett. Ne, Platz habe ich schon, oder? Ja, doch, hier. So, das darf natürlich aufgehoben werden.
Okay, den Bereich kann ich so scheinbar nicht erweitern. Dann machen wir einfach ein zweites Lager hin. Dann würde ich fast sagen, machen wir hier Ausstattung. Zählen da Waffen runter, Kleidung, Kopfbedeckung. Okay. Kriegsführung, dann machen wir hier ein Kriegsführungslager. Weil lohnt das überhaupt? Dafür ein separates Lager? Bin ich mir gerade unschlüssig. Naja gut, ihr Lieben, wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlichst fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.